Mein Name ist Michael Bonsack. Ich bin seit 8 Jahren Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Diako in Bremen. Wir verstehen uns als Gelenkzentrum. Zu uns kommen Patienten mit Knieproblemen, Nachverletzungen und auch bei Verschleißsituationen. Wir versuchen als erstes auszuschließen, dass ein Knochen gebrochen ist über eine Röntgenuntersuchung. Nachfolgend wird das Kniegelenk untersucht. Man schaut vorsichtig die Bandstabilität durch, insbesondere der Seitenbänder, aber eben auch der Kreuzbänder. Die Verletzungen im Kniegelenk vom Meniskus und auch vom Gelenkknorpel versuchen wir über eine weitere Untersuchung herauszufinden. Das ist die Kernspintomographie. Hier kann man gut erkennen, welche Strukturen verletzt sind und welche Operationen oder auch konservativen Maßnahmen die geeigneten sind. Unsere Patientin hatte eine Knieverletzung beim Skilaufen mit einem Kreuzbandriss und einem Innenmeniskusriss. Bei einer Verletzung der Seitenbänder führen wir eine konservative Ausheilung durch. Die Kreuzbandrisse werden in der Regel operativ behandelt. Der erste Schritt der Operation bei einem verletzten Kniegelenk ist die Gelenkspiegelung. Wir schauen im Gelenk alle Strukturen genau an und versuchen, alle Strukturen wiederherzustellen, möglichst durch Nähte oder eben auch durch einen Bandersatz. Der Körper kann die Sehnen nachwachsen lassen. Am Tag nach der Operation besprechen wir mit dem Patienten, häufig auch mit Bildern von der Operation aus dem Gelenk, die Operation durch und bereiten den Patienten auf die nachfolgende Behandlung verletzungsabhängig vor. Bei größeren Operationen bleibt der Patient für 2 oder 3 Tage in der Klinik. Wir werden ab dem nächsten Tag mit dem Patienten aufstehen und die Krankengymnastik durchführen, zeigen dem Patienten, wie er wieder zum Laufen kommt, wie er das Knie bewegen muss und wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Das Verfahren der arthroskopischen Kreuzbandplastik ist mittlerweile so gut und die Fixierung der Sehne so stabil, dass die Patienten ab dem nächsten Tag voll belasten dürfen und auch ohne Schiene weiter behandelt werden.